Willkommen zurück zu den XCOM-Files, die Wurzel alles Bösen. Grammatikalisch scheint es mit der Schwarze Lotus auch nicht so wirklich zu haben, aber das soll uns egal sein. Die Typen müssen weg. Wir schicken unser Team los. Ich glaube, es sind ziemlich miese Soldaten, aber wir werden sehen. Ich rüste die Leute aus. Bis gleich. Okay, das wird schwierig werden. Die Truppe ist, ja, es gibt eine gute und eine schlechte Nachricht. Die schlechte Nachricht ist, wir haben 3 Leute mit Schussgenauigkeit unter 50. Die gute Nachricht ist, wir haben massig Leute, die super entbehrlich sind für die Assassinen. Wovon ich glaube, dass es einige gibt. Naja, ja, der hat dann eine P90, viele Pistolen, ich meine, der hat auch eine 51. 56 ist auch nicht so toll. 59 ist schon etwas besser. Dann wieder eine 56. Der ist gut. Cornelia. Geht. Tigran ist gut mit 64. Und dann haben wir hinten die Sniper, die dann tatsächlich auch was treffen. Also wir haben 4, 5 gute Leute und 11 mal Kanonenfutter, würde ich sagen. Auf geht's, gucken wir, was wir haben. Ach, es ist Dschungel. Ist das der Tempel? Okay, du hast eine was ist das für eine Waffe? Sieht nach vielleicht einem MG oder sowas aus. Okay. Der ist ungefährlich. Das ist wieder so eine Waffe. Okay, wir haben einiges mit Shotgun. Einige mit Shotguns dabei. Die mir jetzt nicht so Bauchschmerzen bereiten. Okay, wir sehen nichts weiter. Weil es der Schwarze Lotus ist und die meisten diese Wurfmesser dabei haben, habe ich keine Smoke mitgenommen. Aber wenn ich mir jetzt die Bewaffnung so ansehe, wäre das vielleicht, wäre Smoke gar nicht so schlecht gewesen. Also wir haben Smoke schon dabei. Das ist die Frage. Ich denke, wir gehen auf den da. Bin nicht zu greedy. Zumindest. Oh, wir sehen einen weiteren. Den da hinten. Okay, der ist aber keine Gefahr. Ich würde ganz gerne die beiden. Wobei, ich denke, die treffen nicht so gut, wenn ich jetzt die Waffe richtig einschätze. Anna Nielsen. Das ist eine Katastrophe. Das ist eine Katastrophe. Seid Hamza. Ich meine, guckt euch die Treffer an. Die Trefferwahrscheinlichkeit von den Typen an. Unser Medic. Ja. Okay, einer ist weg. Einer ist weg. Du hast eine Shotgun dabei. An den sollten wir nicht zu nah ran, aber der hat ziemlich viel Unkraut im Weg. Ja, war wohl nichts. Okay. Du bist der Erste, der ein bisschen was auf längere Distanz treffen sollte. Hm.
Betonung liegt auch in dem Fall auf sollte. Cornelia. Bei dir haben wir gesagt, du triffst ganz gut. 10%. Okay, es war ein Treffer. Es war ein Treffer. Sehr gut. Du zerstörst die Vegetation. Kannst noch einen Schritt nach vorne wagen. 1, 2. Der ist ein Problem. Du hast auch eine Shotgun. Rosa de la Rosa. Was ein Name. Ich glaube, Shotguns sind jetzt in dieser Mission nicht so hilfreich. Wenn wir uns ehrlich sind. Oh, nee, Aim geht sich nicht aus. Okay, guten Gigi. Wo sind die anderen? Okay, ich glaube, das sollte okay sein. Wir bestimmt massig Assassinen haben. Dafür sind die Shotgun-Typis, glaube ich, ganz gut. Dafür sind die Shotgun-Typis ganz gut. Die Sniper. Also tendenziell, wenn das hier der Tempel ist, dann müssten viele Gegner in die Richtung sein. Savo. Oh, du siehst was. Okay, geh hier runter. Und du nach vorne. Aber du wirst auch keine Schusslinie haben. Genau. So weit, so gut. Gucken wir, was passiert. Schwarzer Lotus ist jetzt nicht unbedingt bekannt für Raketenwerfer oder solches Zeug. Ich glaube, das haben sie nicht. Ich rechne mit ein paar Granaten. Aber erst in der dritten. Au. Au. Hast du irgendein MG oder Light Machine Gun? Sehr gut. Okay, Runde 2. Wir haben 2 Verletzte. Wer ist verletzt? Du. 2 Wunden. Und die 6. Du. 2 Wunden. Das Glück, dass der Medic direkt daneben steht. Und du kannst auch was tun. Okay. Du siehst irgendjemanden da. Hm. 28 ist wohl das höchste der Gefühle. Cornelia, Aimshot. Noch einer. Okay, das ist gut. Das ist einer der Machine Gun-Typis schon mal weg.
Keine Ahnung, was das für eine Waffe ist. Sieht nach einem Sturmgewehr oder sowas aus. Ist aber noch relativ weit weg. Okay, du siehst den da. Sehr gut. War leider kein Kill, aber ganz ehrlich, es war, glaube ich, gut genug. Der mit dem SMG ist, ich weiß nicht, ausgeblutet. Oh. Okay, das Pathfinding hier ist ein bisschen störend. Haben dich noch. Okay, weißt du was? Geh nach vorne. Rosa sieht nichts. Aimshot. Leider daneben. Das war ein Treffer. Wir wollen unser Glück nicht überstrapazieren. Lieber ein bisschen aufteilen. Das ist wichtiger. Oh, da hinten stehen auch nochmal welche. Keine Schusslinie. Wegen dem Baum. Ich weiß nicht, warum du da eine Schusslinie hast, weil der Baum war ebenfalls im Weg. Aber was soll's. Ist gut, dass der weg ist, weil der hat dem Gegner Vision gegeben. Du siehst nichts. Okay, die anderen sind alle so ein bisschen... Oh. Ah, der hat auch wieder so eine Waffe. Nun denn... Cornelia, guck mal in die Richtung. Wir stehen ganz gut, was die Assassinen anbelangt. Ich glaube, das Terrain ist auch in dieser Hinsicht von Vorteil. Aber... Bisher noch keine Spur von Assassinen. So weit, so gut. Wir haben noch keinen verloren. Überraschenderweise. Ich denke, du kommst noch auf diese Seite mit. Okay, ich hätte nicht gedacht, dass du den triffst, aber manchmal werde ich positiv überrascht. Der ist mit dem SMG noch relativ weit entfernt. Au. Denselben erwischt. Ah, das ist einer unserer besseren. Das ist einer unserer Sniper. Scheiße. Ja. Das ist, Sani. Okay. Du wirst erstmal heilen. Es waren viele Wunden. Du hast immer noch eine.
Okay. Kollege, walte deines Amtes und geh berserk. Warum zur Hölle trifft er und macht keinen Schaden, ey? Mit dem Gewehr dürfte das eigentlich nicht passieren, meiner Meinung nach. Aber, was will man tun? So. Du bist erstmal geheilt. Du wirst, wenn du überlebst, und das ist ein großes Wenn, wirst du eine Weile ausfallen. Eins, zwei. Wir müssen Aims machen. Okay, der ist fast der ätzendste. Ah. Plus, wir müssen uns ein bisschen verteilen. Das ist Granatenrunde. Okay, das war ein Hit. Das ist eine Shotgun. Das ist ebenfalls eine Shotgun. 70% mit dem Aimed. Ich denke, wir nehmen den Aimed Shot. Du kannst ein bisschen nach vorne. mit der USP. Aber 12%. Okay, weißt du was? Das macht nicht viel Sinn, dass du... Schon wieder einer von denen. Schon wieder einer von denen. Können wir nur die Vegetation wegballern irgendwie. Du hast eine Shotgun. Der ist mir momentan egal. Der ist noch so weit weg. Okay. Savo. Aimshot auf den da. Fantastisch. Hier hinten war irgendwo noch ein Spast. Aber wir sehen ihn gerade nicht. Okay. Du beschützt den Kollegen. Ganz wichtig. Rosa. Hierhin. Das ist wieder einer von denen. Ja, der ist aber noch relativ weit weg. Okay, wir haben noch einen Sniper. Ich habe mir schon fast gedacht, dass ich irgendwo was übersehen habe. Keine Schusslinie. Geh mal hier hin. So. So, ich denke, wir sollten einigermaßen okay stehen. Ich weiß nicht, ob Granaten kommen. Okay, da hinten ist nochmal einer mit einem Machine Gun. Bis jetzt ist aber
glaube, wir haben nur diese Art von Gegner. Oder? Nur diese Art von Gegner. Keine Schlusslinie. Ah. Keine Schlusslinie. Ah. Ach, da haben wir nichts mehr. Jetzt. Ah, das ist ätzend. Die Bäume sind so hoch, da können wir auch keine Granate reinschmeißen. Dummerweise. Noch ein Snap dazu. Okay, dann haben wir den Penner. Ja, ich weiß, das ist sehr optimistisch gedacht. Guck mal, ob du einen Schuss auf den hier hinkriegst. Tust du was, geht daneben. Okay, das war gut. Cornelia trifft. Eigentlich keiner von denen ist super gefährlich. Du siehst niemanden. Wir hatten hier aber auf jeden Fall noch einen. Wir sehen ihn einfach gar nicht. So, Schuss, keine Schusslinie auf irgendwen. Jetzt vielleicht. Das war ein Versuch wert. Du wirst weiter in die Richtung gehen. Ach komm schon. Oh. Okay, du hast hier gerade zwei Wunden kassiert. Du hast keine Heilung dabei. Aber eher. Nimm das nach vorne. Und dann können wir zumindest einen Ding wegmachen. Okay, also wir haben hier irgendwo noch einen mit einem Sturmgewehr, was ein bisschen ätzend ist. Was ist das eigentlich? Einer von denen. Wow, das war sogar ein Treffer. Eine Schusslinie. Ich weiß nicht, ob ich näher ran will. Ich denke, wir sparen uns die Zeiteinheiten für Reaction Fire. Wir haben sowieso keine Schusslinie und... Von dem her... Ja, das bringt noch nicht so viel. Das Problem ist, die treffen halt alle nicht wirklich was. Da ist noch irgendeiner mit einem Gewehr. Problem ist, es ist eine gefährliche Map. Weil man die Leute nicht so wirklich sieht.
und man auf eher nahe Distanzen ran muss. Okay, wo ist der andere? Hier ist kein Durchkommen, ne? Okay, besser. Wer sieht denn überhaupt irgendwas? Du siehst den. Aber hast keine Schusslinie. Du siehst den auch und hast keine Schusslinie. Das Ding ist im Weg. Echt? Okay, wer sieht sonst noch was? Was mit dem Typen hier hinten? Wen sehen wir denn alles? Der... Ach, das, direkt, das sind direkt zwei. Und da sind auch zwei. Okay. 5 und 1%. Okay, wir sollten... unseren Heavy hier in diese Richtung bringen. Nächste Runde kann er schießen. Okay, wir haben Vision. Leider nicht auf den, den ich wollte, aber was soll's. Weg ist weg. Okay, neben der Pflanze stehst du und dann hast du Vision. Okay, ach, das ist der Sniper. Der hat eine Shotgun. Denke, ich bring dich hier hin. Und du... nach vorne. Damit. Anna Nielsen. Okay, stehen wir mal so. Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Wir müssen vor allen Dingen die Gewehrtypis wegmachen. Die Sniper. Ach, kommt schon. Der kann doch da nicht einfach über das freie Feld rennen, ey. Irgendwann trifft einer von denen. Der Kampf gegen die Büsche. Okay, du siehst keinen mehr. Damn it. Du siehst einen. Ah, der ist schon fast tot. Der ist leider zu weit weg. Echt? Eins hinten, siehst du einen? Oh, das kann doch nicht wahr sein. Okay. Du.
Hat das letzte Stündlein geschlagen. So, wo ist der, der hier unten so stumm gemacht hat? Wir sehen nichts. Du siehst ganz viele, aber du hast keine Line of Sight. Okay, ja. Gucken, ob du den triffst. Keine Schusslinie. Ich weiß nicht, warum wir die sehen, wenn wir keine Schusslinie haben. Vermaledeit. Okay, das war relativ schlecht. Ach, du hast eine Schusslinie. Du hast sogar mal getroffen einmal. Das ist sehr zuvorkommend. Ach, wir haben den wieder. Okay, wir sehen ihn. Und tschüss. Rosa de la Rosa. Sieht den und den. Okay. Rosa de la Rosa, geh eine andere Waffe holen. Wir brauchen keine Schlossgans mehr hier. Zumindest behaupte ich das jetzt mal einfach. Okay, du kannst nicht mehr nachladen. Du hast Vision, aber kein... Natürlich müssen wir um die Blume herumrennen. Ah. Ich glaube, du bleibst einfach hier. Lass die Gegner das Gebüsch wegschießen. Ganz ehrlich. Okay, dann. Okay, du siehst den da. Der ist mir eigentlich egal. Sind mir beide egal. Geh hier hin. Okay, hier siehst du den. Dann bleib hier stehen. Das ist okay. Wir sind jetzt zwar ein bisschen granatenmagnetisch unterwegs, aber ich denke, also Savo müsste auf jeden Fall eine Granate, eine normale Granate überleben. Und ich glaube nicht, dass die Granaten haben, deswegen gehe ich das Risiko jetzt ein. Und glücklicherweise scheinen die Gegner dasselbe Problem zu haben wie wir. Oh, das war ein Hit. Vier Stück. Das sind echt nur Strohhüte hier. Okay. Du hast... drei Wunden. Warum kriegen ihr immer... Ihr seht meilenweit nichts. Wie kann es sein, dass ihr ständig irgendwelche Schüsse abkriegt? Rosa de la Rosa. Hilf mal dem Kollegen hier. Okay, so, unser... Hä, du siehst keinen? Ah! Ich habe dich extra hier positioniert, weil du drei Gegner gesehen hast. Okay, hier sehen wir ein paar. Gut.
Einer weniger. Das war aber nicht einer von uns, nee. Okay. Ich dachte schon. Du kannst dich keinen Schritt bewegen, ohne dass du nicht mehr feuern kannst. Okay, hier siehst du zumindest zwei. Der muss weg in der nächsten Runde. Okay, du siehst die beiden. Gut. Das ist ja schon mal was. So, dann. Fantastisch. Dankeschön. Du kannst auch mal nachladen. Keine Schusslinie. Immer noch nicht. Aha. Du Bastard. Mal schauen. Yes. Sehr gut gemacht, Shani. Rosa de la Rosa, du kannst da hoch, wenn du es irgendwie schaffst. Du siehst den da. Das war ein Hit. Keine Schusslinie. Okay, aber von hier. Einer weniger. Fantastisch. Ich weiß nicht, was der für eine Waffe hat, aber er ist tot. Und der Rest kann uns eigentlich egal sein. Okay, der ist auch noch ein Problem. Der hat aber wahrscheinlich jetzt auch keine gute Schusslinie. Von dem her, was soll's. Und da sehen wir nichts. Ich glaube, wir haben noch niemanden verloren jetzt in der Mission, wenn ich das richtig im Kopf habe. Von dem her, ich bin gleichermaßen zufrieden und beeindruckt. Okay, sie fangen langsam an, in Panik auszubrechen. Aber die Machine Gun-Typis sind definitiv weniger gefährlich als die regulären Sniper.